Servus zusammen. Wir haben 17.38 Uhr. Es ist Mittwoch und in diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Und ich gebe das ganz unumwunden zu. Ich kann mit dem Freund jetzt im Moment hier nicht allzu viel anfangen. Also allein die Bewegung von heute da morgens zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr dann so fett runter, ohne echte Gegenwehr. Und dann sofort wieder eine V-Korrektur hoch auf die 13.850. Und jetzt stehen wir hier und haben, das ist der Tageschart, und haben hier einen Umbrella Doji. Aus dem Band raus, ins Band rein, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Das ist eigentlich ganz gut. Diese Art Dojis, die gibt es gar nicht so oft. Ja, wir sind hier im Extrembereich. Die haben den Vorteil, dass sie mir hier einen Stopp zeigen bei 13.555 und ein kleines Long-Signal geben ab der 13.850. Das ist der einzige Vorteil. Aber ich habe halt auch mal auf mein P&L geschaut. Das ist hin und her gesprungen, erstaunlich. Und da war ich kurz unten in der Mülltonne. Da komme ich zurück, dann springt es wieder hoch. Was ist denn hier los? Ja, und dann war es HelloFresh. Also HelloFresh und SMA Solar, die haben mir dann heute hier meinen Hintern gerettet, weil der Rest ist irgendwie für mich momentan wenig greifbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von hier erstmal eine kleine Entwarnung hier mit definitiv einem Stopp unter der 13.555. Wir gelten als Tief hier, Trainer aber noch nicht, noch keine Stabilisierung. Hier ist es auch noch eher leicht negativ über das MACD. Kann ich nichts mit anfangen. Über die 4 Stunden ist das leicht gebessert. Wir haben also hier lang, kurz, kurz, kurz. Das finde ich in Ordnung. Wir haben hier dann einen Hammer. Das war der von 8 Uhr heute Morgen, wo wir dann also runtergegangen sind und dann gleich wieder hoch. Das ist ein Hammer, auch aus dem Band raus, auch wieder rein. Ist grundsätzlich auch in Ordnung. Das obere Band kommt runter und das untere geht in die Horizontale. Das ist okay. Wie gesagt, MACD okay und der Oszillator auch in Ordnung. Hier sieht man die 13.850 ein bisschen deutlicher. Darüber hat er auch wieder Platz hier in dem Bereich, da geht es nämlich schon los. 13.890, das ist das, was wir vorgestern gebrochen hatten. Und dann haben wir direkt die 14.000 vor der Nase. Ich glaube auch nicht, dass die Stunde hier allzu viel hergibt. Nee, die gilt sogar schon wieder als recht hoch. Ich kann hier natürlich einen Trend ziehen. Dieser Trend, wenn ich den hier anlege, der passt ganz gut, liegt er im Moment, hier und jetzt, bei der 13.916 und fällt natürlich dann noch weiter ab. Das kann man auf jeden Fall mal im Auge behalten. Von hierher kommt kein Signal, so ist MACD und der Oszillator gilt als hoch, aber auch kein frisches Verkaufssignal. Tut mir leid, es gibt so Tage, da kann ich den nicht lesen. Das ist jetzt mal so einer. Auch gestern so. Ich konnte damit nicht viel anfangen gestern, ganz ehrlich. Ich habe 2 Scheine. Der Call ist 13.102. Muss ich immer ein bisschen hoch, ein bisschen dahin. Und da sind wir zwar ein bisschen weiter weg, aber das heißt ja momentan nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Der hat einen 19er Hebel, 13.102, das ist die HG1S2M. Tja. Und als Put habe ich 14.224. Da liege ich also hinter dieser Linie, die nicht mehr. Ich liege also hinter dem, wo ist jetzt mein Hengst? Hier, hinter diesem letzten Zwischenhoch auf Stundensicht. Komme ich nochmal rein. Das ist 14.224, das ist die WKNGK3TJK. Also ich halte mich hier zusehends raus, passt mir auch ganz gut, weil ich habe nächste Woche, ich habe jetzt Webinarzeit. Und ab nächste Woche, Dienstag, bin ich dann auch mal wieder mindestens eine Woche weg. Deswegen da muss ich hier keine Positionen aufbauen. Das, was mir heute den Hintern gerettet hat, so HelloFresh und SMA Solar, das werde ich wahrscheinlich jetzt vielleicht noch heute Abend oder morgen auch abbauen. Dankbar sein, dass ich so einen Quatsch in meinem Depot hatte, muss ich ehrlich sagen. Also HelloFresh habe ich erst mal wieder gehandelt seit einem halben Jahr. Aber ich kann das hier nicht lesen. Die Berichtssaison ist in vollem Gange und da kommt ja auch noch Apple und. Und da kann sich, wir gucken ja immer mit einem Auge hier mal auf den Nasdaq, der kann ja hin und her springen wie ein Derwisch. Ich gehe es hier ganz, ganz locker an, am liebsten gar nichts machen. Hier schönes Wetter, hier kann man noch rausgehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.